Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Borussia Baskets anlässlich des Spiels der Borussia Baskets gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt in der BKBBL. An meiner rechten Seite der Head Coach der Fraport Skyliners, Muli Katsurin. Your statement to the game, please. Congratulations for Bamberg. I think they play better than us tonight. We were trying hard, but looks like it was not enough. They showed their quality, and we have to learn from things that happened during the game. It's a long season. We have to look on our next game. That's it. Okay, thank you. Gibt es Fragen? Any questions, bitte? Yeah. There were 38. They had 38 free throws, and your team 7. Was it unnecessary fouls or was it necessary fouls? It was fouls that called by the referees, so that's why they were shooting. You know, they play nice. They play. They were using very good their big men, especially on the pick and rolls. We didn't react the way we should, and we made them practice about this, because it's not a secret how Bamberg plays and what they are doing, but it's always not only what you know, you need to do something, and we couldn't do it, so that's why, you know, we use also fouls, it's part of the game, send them to the line. They made high percentage free throws too, that show their quality. Gibt es noch weitere Fragen? Any more questions? Last week you were very harsh with your players on the press conference. Felt that there is not enough quality and that they should go to grocery store to buy some confidence. So in this week, was it the outcome which you expected? Did they play good in your expectation tonight? Was Bamberg just so much better, or was it the same kind of? How many years you see basketball? Sorry that I asked you. I'm 35 years in this business. Yes. Trust me, don't listen to what people say in press conference. Okay. This is not the reality. Okay. Hätten wir das auch besprochen? Noch weitere Fragen? Any more questions? Scheint nicht der Fall. Dann sage ich Dankeschön. Thank you very much. Thank you. Can we go because we have to... Okay, yeah. Okay, thank you very much. Bye-bye. So, jetzt der zweite Teil der Pressekonferenz. An meiner Seite der Head Coach der Borussia Baskets, Chris Frerink. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, erst vorweg, ich habe das am Donnerstag vor lauter Enttäuschung vergessen, mich bei den Fans zu bedanken. Ich glaube, dass sie heute Abend zum zweiten Mal diese Woche auch sehr stark waren. Das war für uns unheimlich wichtig nach der Niederlage am Donnerstag, dass wir hier zu Hause spielen dürften, und ich glaube, die Jungs haben sich sofort wohlgefühlt. Zum Spiel sage ich, die Anfangsphase war das, was wir erwartet haben, diese sehr konzentrierte Startphase defensiv. Fand PJ und Julius heute Abend sehr, sehr gut. Sie haben große Akzente gesetzt in der ersten Halbzeit. Und insgesamt war es für uns, hat uns gut getan, dass wir das heute Abend spielen könnten und auch vor allem hier zu Hause spielen können. Danke. Danke für dein Statement. Ihre Fragen bitte. Bitte. Kurz, Tibor Preis kam erst im letzten Viertel so ein bisschen zur Geltung, davor hat sehr verunsichert gewirkt. Er ist sicher ein wichtiger Mann in der Euroleague. Wie kann man den jetzt noch ein bisschen aufbauen für nächste Woche in Kaunas? Ich glaube, dass Tibor eine Reihe von 5 Spielen in Folge hatte, wo er überragendes Basketball gespielt hat, mit weitem Abstand das Beste, was ich von ihm gesehen habe. Er hatte so ein kleiner mentaler Tiefpunkt beim Spiel gegen Malaga, und hat sich leicht übertragen. Ich glaube,
hat sie gut zurückgekämpft und macht mir keine Sorgen, dass er noch zwei gute Trainingstagen sich sehr gut in Kaunas präsentieren wird. Gibt es noch weitere Fragen? Keine? Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Toi, 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 viel Glück für die Aufgabe in Kaunas. Danke, bis zum nächsten Mal. Okay.